rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 und damit die Fragestunde. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung, kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein, sonst müssten wir die Fragen zurückweisen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in der Runde nach Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der CDU auf. Die SPD verzichtet. Und bitte Herrn Graf, seine Frage zu stellen. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, vielen Dank. Ich frage den Senat. Beabsichtigt der Senat, die Entscheidung des regierenden Bürgermeisters und Kultursenators aufzuheben oder zu überprüfen, Herrn Chris Derkon ab 2017 zum Intendanten der Berliner Volksbühne zu berufen? Und falls ja, welche Möglichkeiten hat der Kultursenator oder sein möglicher Nachfolger eigentlich, ohne dass dem Land eine millionenschwere Zahlung droht? Herr regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Graf, der Senat beabsichtigt nicht, diesen Vertrag aufzulösen. Herr Kollege Graf, Sie wünschen bestimmt, eine Nachfrage zu stellen. Bitte schön, dann haben Sie das Wort. Also wenn nicht die Absicht besteht und auch die rechtliche Möglichkeit gar nicht gegeben ist, teilt der Senat denn dann meine Einschätzung, dass eine solche losgetretene Debatte, weil Verträge ja eben gelten, kulturpolitisch keinen Mehrwert hat, sondern eher geeignet ist, den Ruf der Berliner Kulturlandschaft und seiner Institutionen zu gefährden als zu befördern? Oder wie beurteilen Sie als Kultursenator das? Herr regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Graf, Sie verstehen sicherlich, dass ich die getroffene Entscheidung nach wie vor für richtig halte und sie auch inhaltlich gut vertreten kann. Und glaube, dass das auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden wird mit Chris Derkon. Es ist allerdings jedem Abgeordneten freigestellt und völlig legitim, sich unterstützend oder auch kritisch zur Entscheidung des Senats zu äußern. Und Sie wissen auch, jeder in ein Amt kommender politisch Verantwortlicher kann auch getroffene Entscheidungen hinterfragen. In eigener Verantwortung muss das dann vollzogen werden und geguckt werden, ob man Möglichkeiten sieht, mit getroffenen Entscheidungen auch anders umzugehen als bisher. Ich als gewählter Kultursenator habe an der getroffenen Entscheidung nichts zu rütteln, stehe dazu und glaube, wie gesagt, dass es auch eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in Berlin und an der Volksbühne sein kann. Vielen Dank. Weitere Nachfragen gibt es nicht. Linke und Grüne verzichten ebenfalls. Dann kämen wir zur AfD. Frau Dr. Brinker, bitte schön, Sie haben das Wort. Eine Frage an den Senat und speziell an den regierenden Bürgermeister. Vor 2 Tagen hat ja das ZDF-Magazin Frontal 21 einen Beitrag gebracht, dass führende SPD-Parteifunktionäre und Staatssekretäre gegen Zahlung von 3.000 bis 7.000 Euro von Lobbyisten gebucht werden können. Die Frage jetzt an den regierenden Bürgermeister: Haben Berliner SPD-Parteifunktionäre oder Staatssekretäre an von Unternehmen und Lobbygruppen gebuchten Veranstaltungen teilgenommen? Ist das hier im Haus Praxis? Herr regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich glaube nicht, dass es Gegenstand einer Plenarsitzung sein kann und Gegenstand der Fragestunde an den Berliner Senat sein kann, zu hinterfragen, wie Wahlkampfauftritte, egal von Senatoren, Staatssekretären, egal welcher Partei auch immer, stattgefunden haben. Ich glaube, dass das nichts ist, was im Rahmen einer Beantwortung durch den Senat wirklich zu klären und zu beantworten ist. Aber wie gesagt, es gibt dazu ja offensichtlich von diesem Magazin Recherchen und Berichterstattung. Ich kann das auch nicht beurteilen, wer wann an welchen Veranstaltungen teilgenommen hat. Das müsste auf einer anderen Ebene geklärt werden. Für eine Nachfrage haben Sie das Wort. Bitte schön. Kleinen Moment, es muss Ihnen noch das Mikro zugeteilt werden. Okay. So, bitte schön. Ja.
Es ging dabei nicht um Wahlkampfveranstaltungen, sondern es geht um gebuchte Veranstaltungen, wo im Prinzip Unternehmer und Lobbygruppen Einfluss nehmen wollen auf politische Entscheidungen und auf Gesetzgebungen. Hat das tatsächlich stattgefunden hier im Land Berlin mit SPD-Abgeordneten, mit Senatsmitgliedern oder aber mit Staatssekretären? Und das mit den Abgeordneten dürfen Sie nicht beantworten. Das fällt wirklich nicht in Ihre Zuständigkeit. Der Rest schon, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, das mit den Abgeordneten darf ich nicht beantworten und das mit den Senatsmitgliedern kann ich nicht für jeden Einzelnen beantworten. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob Senatsmitglieder an entsprechenden und wer vom Senat an entsprechenden Essen teilgenommen hat und vor allen Dingen, ob es dann tatsächlich diese von Ihnen unterstellte Einflussnahme gegeben hat. Es ist ganz offensichtlich, und das ist ja jetzt auch in der Berichterstattung deutlich geworden, dass es offensichtlich unterschiedliche Qualitäten von Veranstaltungen gegeben hat, dass wohl einige unterstützt wurden von Sponsoren, andere wurden nicht unterstützt von Sponsoren, dass es Gespräche mit Politikern, mit Staatssekretären, mit Abgeordneten, mit Senatoren gibt, dass dazu eingeladen wird und dass auch Multiplikatoren an solchen Gesprächen teilnehmen. Ist normal, findet auch immer wieder statt. Aber die von Ihnen eben nochmal formulierte Unterstellung, dass es eben eine bewusste Einflussnahme gegeben hat und diese Einflussnahme dann auch angenommen wurde, praktisch von Senatsmitgliedern oder von Staatssekretären, das kann ich nicht bestätigen und auch nicht beurteilen für jeden Einzelnen. Vielen Dank. Für eine zweite Nachfrage hat dann jetzt Herr Dr. Berg das Wort. Bitte schön. Kleinen Moment. Ich habe großes Verständnis für den Kollegen, weil ich auch gleich da sitzen werde und ich weiß, auf welchen Knopf ich drücken muss, wenn jemand reden soll. Herr Regierender Bürgermeister, wir können die Frage ja viel einfacher stellen. Können Sie es ausschließen, dass Mitglieder des Senates oder Sie selbst unter diesen Bedingungen gegen Geld mit Lobbyisten gesprochen haben? Herr Regierender Bürgermeister. Es wird nicht besser. Ja, naja. Ich verstehe diese Rumeierei nicht. Wenn Sie wissen, ja. Wollen Sie wissen, ob ich an einem Essen teilgenommen habe? Dann kann ich Ihnen das beantworten. Ich kann es Ihnen für die anderen Senatsmitglieder oder Staatssekretäre nicht beantworten. Ich kenne nicht die Kalender. Ich kenne nicht die Terminplanung. Ich kann für mich sagen, um das dann auch ganz offen zu sagen, ich habe an einem Gespräch auf Einladung des Vorwärts teilgenommen. Es ist an mich sowieso nicht irgendein Geld geflossen. Ich wusste nicht und ich glaube, es hat auch nicht stattgefunden, dass es ein gesponsertes Essen war. Es sind Gespräche gewesen, die immer mal wieder stattfinden über den Vorwärts- oder Vorwärtsverlag. Ich glaube, es ist eine Verlagsgruppe, die da im Auftrag einlädt. Und das hat einmal mit mir stattgefunden, aber nicht in dem Rahmen, wie es dazu eine Berichterstattung gegeben hat. Für die anderen Senatsmitglieder weiß ich es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur FDP. Herr Kollege Swieder hat das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie will der Senat sicherstellen, dass Berlin die rote Laterne in Vergleichsarbeiten wie Vera und IQB im Bildungsbereich abgibt und eine zukunfts- und leistungsorientierte Bildungspolitik in Berlin umgesetzt wird, wenn die gleichen Protagonisten dieses Thema auch in der nächsten Koalition betreiben werden? Ja. Frau Senatorin Scheres, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Ergebnisse der Ländervergleichsarbeiten, die ja vor kurzem präsentiert wurden, uns nicht zufrieden stimmen können. Im Ergebnis ist festzustellen, dass wir im Bereich des Englisch uns verbessert haben. Französisch stehen wir gut da, aber im Bereich des Deutschen haben wir extremen Weiterentwicklungsbedarf. Hier ist sozusagen der Bildungsstand im Vergleich zu den anderen Bundesländern zu groß. Der Senat hat in den letzten Jahren aus diesen Gründen, weil es gab ja auch in den Jahren davor
Vergleichsarbeiten und bestimmte Dinge waren abzusehen, Maßnahmen eingeleitet. Wir sind zum Beispiel hier im Land Berlin den Weg gegangen, ein Sprachförderungszentrum einzurichten. Ein großes Thema in der Legislaturperiode war es zum Beispiel, die Ausbildungszeiten im Bereich des Studiums anzugleichen, Grundschule, weiterführende Schule, und dass im Grundschulbereich eine Grundausbildung Deutsch, Mathematik stattfinden muss. Das ist eine Maßnahme, um die Qualität im Unterricht zu verbessern. Die Überarbeitung des Rahmenlehrplans war ein weiterer Punkt, dass jede Schule ein Sprachförderkonzept für ihre Schule entwickeln müssen. Ich könnte noch viele Dinge ansprechen, die wir entwickelt haben und umgesetzt haben, um die Qualität im Unterricht zu verbessern. Eins ist klar, das macht auch der Koalitionsvertrag deutlich, dass wir noch stärker auf die Unterrichtsqualität im Einzelnen schauen müssen. Wir planen hier auch, die Schulaufsichten anders aufzustellen. Wir sind zum Beispiel in den letzten Monaten den Weg beschritten, Klausurtagen durchzuführen mit den Schulaufsichten, und haben uns explizit das Thema Qualität hier auch noch mal vorgenommen. Auch ist in Planung und Entwicklung ein Indikatorenmodell, wo wir eben frühzeitig sehen können, wann an welchen Stufen wir die Schulen unterstützen müssen. Also viele Maßnahmen sind eingeleitet worden. Ich möchte aber auch noch mal deutlich machen, dass man die Ländervergleichsarbeiten, die in der KMK präsentiert worden sind, und die Vera-Ergebnisse nicht vergleichen können. Die Vera-Ergebnisse sind ja explizit dazu da, festzustellen, wie ist der Leistungsstand des einzelnen Kindes. Also zum Beispiel Vera 3 prüft den Stand ab, sozusagen den Leistungsstand, um zu schauen, entspricht der Stand des einzelnen Kindes, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich erst zum Ende der vierten Klasse haben. Es geht darum zu schauen, muss der Lehrer, die Lehrkraft was an dem Unterricht verändern, beziehungsweise wie kann das einzelne Kind unterstützt werden. Hier geht die Lehrkraft dann mit den Eltern beziehungsweise auch mit den Schülern ins Gespräch, um hier Entwicklungsmöglichkeiten zu erarbeiten und die einzelnen Kinder zu unterstützen. Also die Vera-Vergleichsarbeiten sind nicht dazu da, um Rankings herzustellen, sondern es geht darum, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. Und das sind für uns wichtige Ansatzpunkte. Herr Zwiller, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Halten Sie es für den richtigen Weg, Ihre Verantwortung für das nun auch eingestandene schlechte Abschneiden der Berliner Schülerinnen und Schüler bei Vera 8 und IQB auf die Lehrer abzuwälzen? Bitte schön, Frau Senatorin. Sehr geehrte Abgeordnete, ich habe es gerade ziemlich deutlich gemacht, dass der Senat viele Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Es geht darum, die Schulen zu unterstützen auf diesem Weg, dass wir haben den Rahmenlehrplan verändert. Wir haben uns klar ausgesprochen, dass sich die Lehrerausbildung verändern muss, gerade im Grundschulbereich, was Deutsch und Mathematik angeht, dass hier eine Grundausbildung da sein muss, damit Lehrkräfte eben auch spezialisierter, besser unterrichten müssen, weil sie wissen, dass wir im Grundschulbereich kein Fachunterricht haben, sondern also sozusagen kein Fachlehrerunterricht haben wie in den weiterführenden Schulen, sondern das Prinzip der Klassenlehrer. Und dass es wichtig ist, dass alle Lehrkräfte in der Lage sind, Deutsch und Mathematik zu unterrichten. Und das ist ein existenziell wichtiger Punkt in der Qualitätsentwicklung. Und viele andere Punkte kann ich auch ansprechen in diesem Zusammenhang. Es geht hier überhaupt nicht darum, Dinge auf Lehrkräfte abzuwälzen, aber wir müssen natürlich genau hinschauen, wie wirken unsere Maßnahmen, wie werden sie im Detail umgesetzt und was können wir an der Unterrichtsqualität verändern oder verbessern, weil es ist ja irgendwie logisch, Lehrkräfte unterrichten, diese Dinge kommen bei den Kindern an oder nicht an, und der Unterricht hat Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Und natürlich ist es ein Zusammenspiel von Maßnahmen, die der Senat auf den Weg bringt, beziehungsweise auch wie die einzelnen Lehrkräfte ihren Unterricht evaluieren und weiterentwickeln. Frau Bentele, ich hatte eine Wortmeldung von Ihnen gesehen, die war nämlich zwischenzeitlich weg. Sie kriegen jetzt das Wort für die Nachfrage, bitte schön. Ja, die Vera 3 Vergleichsstudien basieren ja auf einer KMK-Vereinbarung. Wie stellen Sie sich dieses Ausklinken aus dieser KMK-Vereinbarung vor, diesen neuen Berliner Sonderweg?
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bentele, wir wollen uns nicht ausklinken. In Berlin haben wir die 6-jährige Grundschule und wie Sie wissen, in den anderen Bundesländern gibt es die 4-jährige Grundschule und dann ist der Übergang sozusagen in die weiterführende Schule. Und es geht ja gerade im Bereich von Vera 3, dass man den Leistungsstand abprüft, wie stehen die einzelnen Kinder in Bezug auf den Unterrichtsstoff Ende der 4. Klasse. Also es geht hier um ein Frühwarnsystem, um die Kinder dann zu unterstützen, dass sie dann am Ende der 4. Klasse auch wirklich diese Leistung, die Bildungsleistung erbringen können. In Berlin haben wir die 6-jährige Grundschule, deswegen kann man das nicht vergleichen. Was wir tun werden und im Koalitionsvertrag formuliert haben, dass wir mit der KMK ins Gespräch gehen, ob wir hier nicht eine Angleichung vornehmen können, die Vergleichsarbeiten ein Jahr später durchzuführen. Hier werden wir Kontakt zur Kultusministerkonferenz aufnehmen. Wir werden sehen, mit welchem Ergebnis wir dort rauskommen. Es geht nicht darum, sich auszuklinken, sondern die Vergleichsarbeiten an das Berliner Schulsystem anzugleichen. Vielen Dank. Die Runde nach der Stärke der Fraktion ist damit beendet. Nun können wir weitere Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden hier nicht erfasst und bleiben auch unberücksichtigt. So, und jetzt muss ich das starten. Ich gehe davon aus, dass alle Fragestellerinnen und Fragesteller die Möglichkeiten zur Anmeldung hatten. Dann stoppen wir jetzt die Anmeldung und in der Reihenfolge Herr Frederici, Herr Statzkowski, Herr Rissmann und Frau Vogel und Herr Woldeit werden wir dann jetzt diese Liste abarbeiten. Die Liste der Wortmeldungen, die ich soeben verlesen habe, bleibt hier erhalten, auch wenn Ihre Mikrofone diese Anmeldung nicht mehr darstellen. Namentliche Meldungen stehen nunmehr zur Verfügung, wenn sich aus der Beantwortung des Senats Nachfragen ergeben. Herr Kollege Frederici, bitte schön. Ach so, Entschuldigung. Das war Herr Freimark? Oder? Also hier ist aufgeführt Platz 146, Herr Frederici. Und dann hat er auch das Wort. Nee, erste Frage hier vorne, die Nachfrage. Das hat sich nicht geändert, Herr Kollege, hat sich nicht geändert. Nur muss ich nicht peinlich sein. Präsident, ich frage den Senat, was unternimmt der Senat, um Verbraucher vor Hasskommentaren in sozialen Netzwerken besser zu schützen? Herr Senator Heilmann, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Frederici, meine Damen und Herren, der Senat beschäftigt sich seit vielen Monaten sehr intensiv mit den Hasskommentaren im Internet. Die erste Maßnahme war, dass wir mit der Justizministerkonferenz davon überzeugen konnten und damit alle Länder und damit auch alle Parteifarben, dass es einen Auskunftsanspruch der Staatsanwaltschaft gegen soziale Netzwerke gibt oder gegenüber sozialen Netzwerken gibt, dass sie der Staatsanwaltschaft unmittelbar auf Anfrage die persönlichen Daten übergeben, die hinter einem Hasskommentar stehen. Es gibt eine vergleichbare Regelung für Banken. Banken müssen der Staatsanwaltschaft auf erste Anfrage mitteilen, wer Inhaber eines Bankkontos ist. Ich hoffe, dass der Deutsche Bundestag diese Regelung noch in dieser laufenden Wahlperiode umsetzt. Zweitens hat der Senat oder habe ich dem Senat am letzten Dienstag, also vorgestern, vorgetragen, dass wir auf der Basis der Justizministerkonferenz letzte Woche Donnerstag als Berlin einen Vorschlag an den Deutschen Bundestag richten, 4 Ansprüche in das Telemediengesetz hineinzuschreiben. Das erste ist der Anspruch auf Löschung von Hasskommentaren innerhalb von einer angemessenen Frist, voraussichtlich 24 Stunden, durch die sozialen Netzwerke. Es ist rechtlich wohl so, dass man auf 1004 BGB diesen Anspruch schon heute begründen kann, ist aber sehr kompliziert. Ich denke, bei der Menge der Fälle, die es gibt. Facebook sagt, dass sie allein im September 100.000 Kommentare gelöscht hat, es aber wohl 200.000 Anträge gegeben haben soll. Also der erste ist ein Löschungsanspruch. Der zweite Anspruch ist, dass es einen
Bevollmächtigten gibt, der in Deutschland sitzen muss, bei dem ich dann vor einem deutschen Gericht auch in Deutschland zustellen kann und damit diesen Anspruch schneller und bequemer durchsetzen kann und dann nicht über internationales Privatrecht gehe. Drittens, sollen die sozialen Netzwerke auf Anträge Vorkehrungen treffen müssen, dass sich eine Wiederholung der Wiederholungsgefahr begegnen müssen. Dazu gibt es eine Rechtsprechung des BGH zum Urheberrecht, die wir gerne ins Gesetz übertragen müssen, dass man also mit technischen Mitteln und notfalls mit Sperrung des Accounts der Wiederholungsgefahr begegnet. Und viertens wollen wir, dass die Auskunftsansprüche auch in der Strafprozessordnung festgelegt werden. Danke, Herr Friderici, für eine Nachfrage. Dann bekommen Sie das Wort. Einen Moment. So, Friderici. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe noch eine Nachfrage an Sie, Herr Senator Heilmann. Wie wird denn der Senat nun künftig auf Bundesebene Einfluss konkret auf die Gesetzgebung nehmen können? Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Friderici, ich kann bekanntermaßen nicht für die Handlung des zukünftigen Senats sprechen. Wir sind aber übereingekommen, dass wir auf eine Bundesratsinitiative verzichten, weil sie zu lange dauern würde, als dass wir das gesetzlich noch vor Ende der Wahlperiode im Bundestag durchbekommen. Deswegen habe ich mich mit Schreiben von gestern an die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag, Frau Künast, gewandt, mit der Bitte, die dort schon vorliegende Bundesratsdrucksache nun aufzurufen und die notwendigen Weiterungen im Gesetz dort einzubringen. Es gibt begründete Hoffnung, dass das sich politisch durchsetzen lässt, aber sicher ist es nicht. Ich gehe davon aus, so einmütig wie das im Senat am Dienstag besprochen wurde, dass sich auch der künftige Senat für diese Regelung einsetzen wird. Vielen Dank. Und die zweite Nachfrage geht dann an Herrn Kollegen Freimark. Bitte schön. Nicht, dann hat sich das erledigt. Dann kommen wir wieder zur anderen Liste und die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Staatskowski. Bitte schön. So, dann können Sie den jetzt mit der PC rausnehmen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage den Berliner Senat, wie ist der Stand des Verfahrens zum Gelände der ursprünglich geplanten König-Fachd-Akademie in der Glockenturmstraße und welche Nachnutzungsabsichten gibt es hierzu, insbesondere auch für die Nutzung für öffentliche Einrichtungen des Landes Berlins? Herr Senator Geisel, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Staatskowski, meine sehr geehrten Damen und Herren, ursprünglich hatte nach meiner Kenntnis Saudi-Arabien die Absicht, an diesem Standort eine Schule zu errichten. Dieser Absicht ist aufgegeben worden. Neue Erkenntnisse liegen uns gegenwärtig nicht vor. Wir gehen nicht davon aus, dass die ursprünglich beabsichtigte Bauabsicht umgesetzt wird. Alle anderen Informationen liegen im zuständigen Bezirksamt vor, wenn es denn schon von Saudi-Arabien eingereicht wurde. Die Zuständigkeit dafür liegt jedenfalls nicht mehr bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Herr Kollege Schatzkowski, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Ja, dann bekommen Sie das Mikro. Bitte schön. Ich frage den Berliner Senat, ob bekannt ist, ob inwieweit das Königreich Saudi-Arabien bereits Interesse für eine Rückabwicklung des Kaufvertrags angemeldet hat. Herr Senator. Ja. Oder soll jetzt der Finanzsenator? Dann doch, Herr Geisel, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Staatskowski. Mir ist das nicht bekannt. Ich bekomme aber gerade ein Signal vom Finanzsenator, dass offenbar ein solches Interesse durch Saudi-Arabien angemeldet wurde. Vielen Dank. Dann zur zweiten Nachfrage haben wir keine. Dann geht es weiter in der Liste und Herr Freimark jetzt wirklich, ne? Unter dem Pseudonym Herrn Rissmann. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, trifft die Berichterstattung zu vom Tagesspiegel am 18. November 2016, wonach geprüft wird, ob gegen den SPD-Staatssekretär Björn Böning ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe an den SPD-Staatssekretär AD Lutz Diewel McKenzie eingeleitet werden soll? Herr Regierender Bürgermeister, Sie selbst, bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Freimark, ich kenne nur diese Berichterstattung zu dem Thema, das Sie angesprochen haben. Wie der Verfahrensstand bei der Staatsanwaltschaft ist, kann ich nicht beurteilen. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Herr Freimark, bitte schön. Ich mache es ganz kurz. Wie bewerten Sie den daraus resultierenden Imageschaden für das Land Berlin? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, Sie haben gerade nach einem Verfahrensstand bei der Staatsanwaltschaft gefragt. Diesen Verfahrensstand kenne ich nicht. Insofern ist auch noch gar nicht klar, ob und wie ermittelt wird und in welche Richtung Vorwürfe formuliert werden. Und Sie fragen schon, ohne das zu wissen, weder Sie wissen es noch ich, fragen Sie nach dem Imageschaden. Ich glaube, das beantwortet sich insofern von selbst. Vielen Dank. Herr Dr. Bergs bekommt das Wort für die zweite Nachfrage. Bitte schön. Nein, der Kollege muss auf den richtigen Knopf drücken. Wir haben eine tolle Einweisung gehabt. Haben wir gemacht, Herr Berg. Weil mir gerade gesagt wurde, ich müsste ins Mikrofon beißen. Das tue ich lieber nicht, sondern ich stelle eine ganz direkte Frage. Herr Regierender Bürgermeister, auch die Frage nach den staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren lässt sich doch relativ ganz eindeutig beantworten. Hat Herr Böning als Ihr Staatssekretär und Ihr Mitarbeiter Ihnen eine Meldung über ein anhängendes staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gemacht? Das hätte er als Beamter nämlich tun müssen, wenn dem so wäre. Und die Frage lässt sich doch relativ eindeutig beantworten. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, nochmal. Es wird meines Wissens gerade in der Staatsanwaltschaft geprüft, ob dieses Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Es geht, glaube ich, um Vorermittlungen. Also auch an dieser Stelle wird schon wieder mit irgendeiner Unterstellung gearbeitet, ohne dass Sie wirklich den Verfahrensstand oder den Hintergrund kennen. So, insofern, ich kann Ihnen es nicht beantworten. Ich finde im Übrigen, um das in dem Zusammenhang mal zu sagen, es erstaunlich, dass offensichtlich schon über die Presse aus der Staatsanwaltschaft heraus oder von wem auch immer kommuniziert wird, ohne dass die eigentlich Betroffenen darüber direkt informiert werden. Aber insofern entzieht es sich meinem Kenntnisstand, wie der Stand der Verfahren oder möglicher Ermittlungen ist. Dann kommen wir jetzt zur Kollegin Frau Vogel. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, warum wurde die für den 9.11. geplante Abschlussveranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung zum Landschafts- und Naturschutzgebiet Müggelsee kurzfristig am Veranstaltungstag abgesagt und wann wird die entsprechende Veranstaltung nun stattfinden? Danke. Herr Senator Geisel, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete Frau Vogel, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Veranstaltung oder diese Befragung der Sportvereine, die am Müggelsee beheimatet sind, ist abgesagt worden aufgrund einer Intervention des Bezirksamtes Treptow-Köpenick. Der Bezirksbürgermeister Igel hatte mich angeschrieben und hatte Befürchtungen geäußert, dass bei der geplanten, diskutierten, seit zwei Jahren diskutierten Unterschutzstellung von Teilen des Müggelsees Interessen der Sportvereine nicht richtig wahrgenommen worden sind. Und ich wollte mir selber ein Bild davon verschaffen, habe deshalb diese Veranstaltung abgesagt, habe mir ein Bild darüber verschafft. Ich gehe davon aus, dass die Interessen der Sportvereine in dem entsprechenden Maße berücksichtigt sind. Deswegen findet die Veranstaltung, also die Anhörung der Sportvereine am Montag nächster Woche statt. Frau Vogel, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Ja, meine Nachfrage wäre die, diese Veranstaltung, wird es denn eine öffentliche Veranstaltung sein? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vogel, nein, es ist keine öffentliche Veranstaltung, es ist eine Anhörung der betroffenen Vereine.
Wünschen Sie eine zweite? Dann können Sie auch noch eine zweite stellen, weil wir keine andere Nachfrage haben. Bitte schön, Frau Vogel. Dennis, nochmal die Frage, werden da nur Sportvereine angehört oder jeder, der sich an dem Öffentlichkeitsverfahren beteiligt hat? Herr Senator. Es handelt sich um eine Verbände- und Vereinsanhörung und die Betroffenen sind persönlich eingeladen worden. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage in dieser Runde. Herr Woldeit, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Regierende Bürgermeister, ich kann verstehen, dass dieses Thema für Sie und die SPD gerade sehr unerfreulich ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich noch mal nachhaken zu dem Thema, was die Frau Dr. Brinker gerade angesprochen hat. Es war Ihnen nicht konkret genug. Deswegen möchte ich mal einen konkreten Fall herausgreifen. Und zwar gab es laut Medienberichten eine Frage stellen, bitte. Ja, laut Medienberichten gab es ein oder mehrere gemeinsame Essen mit dem Herrn Groth, einem Bauunternehmer, was durchgeführt wurde. Im Zuge dessen gab es mehrere Spenden. Man spricht von knapp unter 10.000 Euro, unter anderem auch an die SPD. Und deswegen direkte Frage an den Senator Geisel. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben, gerade auch in Bezug auf das Planungsverfahren im Mauerpark? Danke. Ich weise noch mal darauf hin, dass immer nur allgemein der Senat angesprochen werden kann. Der Senat für sich entscheidet, wer antwortet. Und wie ich sehe, antwortet der regierende Bürgermeister. Bitte schön. Das wollte ich auch gerade sagen. Es werden Fragen an den Senat gerichtet und er entscheidet in eigener Verantwortung, wer für den Senat dann auch beantwortet. Und an dieser Stelle nochmal, die Plenarsitzung und die Fragestunde in Richtung Senat ist nicht der Ort und der richtige Punkt, um Wahlkampfaktivitäten zu hinterfragen. Und insofern kann es dazu heute hier auch keine Auskunft geben, zumal Sie Dinge abfragen, die man auch in einer spontanen aktuellen Fragestunde nicht einfach aus dem Ärmel beantworten kann. Das ist nicht in Ordnung, das hier zum Gegenstand der Fragestunde zu machen, was Sie wissen wollen, und unter anderem wieder aus der ersten Frage folgend hier auch mit Unterstellung zu arbeiten. Ich will das noch mal ganz klar auch zurückweisen, was hier die Zielrichtung Ihrer Frageaktivitäten an dieser Stelle ist. Herr Woldeit, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Nein. Eine andere haben wir auch nicht. Dann wären wir heute durch mit der Fragestunde.